Eine ziemlich lange Zeit meines Lebens auf dem Klo verbracht. Scheiße. Hört sich witzig an, ist auch scheiße. Also scheiße. Ja, bis ich dann erfahren habe von meinem Arzt. Kinder auf die Welt setzen möchte. Mhm. Seine Ansicht war ja auch Verständnis. Also ich hatte Verständnis dafür. Es gibt Menschen, die möchten das nicht. Mhm. Und das muss man dann auch akzeptieren. Er hat halt gesagt, er hat Morbus Crohn. Sein Bruder, der nur Drogen nimmt und 5 Kinder von 4 Frauen hat, der hat nichts, der ist kerngesund. Seine Mutter hatte Krebs, sein Vater hatte Krebs. Er möchte in diese Welt, möchte er keine Kinder setzen. Okay, gut. Und er hat, dann habe ich ihm halt schon anfangs gesagt, dann, es tut mir leid, wird das mit uns nicht. Mhm. Weil einer wird in ein paar Jahren unglücklich sein. Und dann hat er halt anscheinend mich so um den Finger wickeln können, weil er dann irgendwelche Worte gesagt hat, die ich in dem Moment hören wollte, mit, ja, man kann ja gucken, ach so, was die Zukunft bringt. Und ich habe halt einfach in den Jahren gemerkt, dass das nur so ein Hinhalten war. Er hatte den Hoffnungsnerv getroffen. Genau. Ja, so ungefähr kann man das schon treffen. Oder sagen. Und es war... Ich habe dann gemerkt, irgendwann, mir ging es schlecht, immer wieder. Ich hatte Übelkeit, ich hatte, das ist so das angenehmste Thema, ich war teilweise nur auf dem Klo gesessen, weil ich Durchfall hatte, Magenkrämpfe hatte und sonst was. Ich da bin, sind schon welche. Ab jetzt. Ja. So, gleich geht's weiter. Also der da drin hat schon mit abbekommen. Drin, ne? Ja, der ist jetzt hereingelaufen bei meiner Markierung. Oh. Ich dachte, ich hätte die Hive gekillt. Nee, jetzt. Okay. Ich mach mal das Fass kaputt. Der ist da oben. Oh. Ist tot. Oh, nice. Weiß halt nicht, ob da noch jemand ist. Ja, der Hinweis ist noch laut. Okay. Also der liegt direkt hier an der Treppe oben. Außen? Sollen wir was zum Anbrennen holen? Ich hab's gerade gehört hinten. Hier auch gerade außen rum. Hier rennt einer. Das ist, glaube ich, gerade. Nee, hier außen. Okay. Oh shit, der hat eine Schrotflinte, ein Spectre. Der ist hier, der ist da drinne. Ja, dann pushen wir ihn, oder? Oder auch nicht? Ach, hat noch einen Hit abgekriegt. Der kommt rechts rum. Mann! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hängst du schon wieder? Ja! Scheiße, Mann. Ja. Naja, klar, das ist jetzt meine aktuelle Router-Neustartzeit. Ach. Idi Nahui. Aber ich sehr kann schön. Ihm gerade die ganze Zeit nein! Den Kopfschlüssel verpassen. Oh. Bringt es wenigstens was? Was? Na, ich schieße dem die ganze Zeit einen Kopfschuss rein. Der steht vor mir. Oder beziehungsweise die. Ja. Ich bin wieder in der Lobby. Keine Ahnung. Was? Was ist denn mit dir? Warum bist du raus? Disconnect. Schon wieder? Ja. Das ist eigentlich meine Router-Neustartzeit gewesen. Und was war das vorhin? Ja, ich dachte, das wäre vielleicht eine Stunde vorher, aber anscheinend war das vorhin einfach nur ein Verbindungsproblem. Hm. Hä, wo hier ist drin. Scheiß Spectre, ey. Was hat er sonst noch? Ja. Was? Nee, ich... Ja, aber hier steht Jäger getötet 2. Ja, wir haben ja auch 2 umgebracht. Ja. Du bist wahrscheinlich kurz. Ja, aber das war doch vor meinem DC.
Den Hunter habe ich auch verloren, geil. Naja, du warst noch drin, als ich den erschossen hatte. Ich wollte dich dann gerade retten, dann warst du auf einmal weg. Was suchst du? Munition. Achso. Munition, ey. Munition. Ah, hier unten. Unter der Treppe. Wollen dann direkt rausgehen? Ja. Eisenhütte, hm? Ja. War hier nicht noch ein Mietet irgendwo? Ja, weiß ich nicht. Ach doch, den springe ich noch. Ja. Na, wie gesagt, ich habe halt immer versucht, da alles recht zu machen und hatte quasi eine ziemlich lange Zeit meines Lebens auf dem Klo verbracht. Hm. Scheiße, hört sich witzig an, ist auch scheiße. Also scheiße. Ja, bis ich dann erfahren habe von meinem Arzt, dass auch meine komplette Speiseröhre und Darm und im Magen verätzt ist. Oh nein. Durch Medikamente. Ach so. Also durch irgendeine chemische Reaktion, wo ich dachte, okay, wir haben das Medikament, was ich nehmen muss, weil ich bin ja auch Schmerzpatientin, mhm, haben wir getestet, das war es nicht. Und dann habe ich durch einen ganz blöden Zufall, und ich bin keine Person, die Chatverläufe liest. Mhm. Ja, also mich geht das nichts an, was mein Partner auf dem Handy hat, das ist Privatsphäre. Aber er hat mich mal gefragt vom Büro aus, ob ich ihm sein Handy bringen kann. Ja, kein Problem. Und dann habe ich halt gerade gesehen, dass sein bester Freund ihm eine WhatsApp geschrieben hat, wo drauf steht: Na, wie geht's der dummen Schlampe? Und ich dachte so, was? Hab die Nachricht dann geöffnet und dann bin ich weiter hoch, hab halt immer gelesen. Da war dann ziemlich viel über BVB. Die haben sich über Fußball unterhalten und dann wollten sie auf so eine Shisha-Messe gehen und so ein Kack. Hm. Und dann kamen irgendwann solche Nachrichten wie: Meinst du, sie merkt es nicht irgendwann? Und ich dachte so, okay, jetzt wird's interessant. Lese ich weiter. Und ich bin gegen Novalgin allergisch. Und das weiß er auch. Aha. Und er hat mir, das habe ich so herausgefunden, hat mir Novalgin-Tropfen und gemörserte Tabletten in mein Trinken rein, in mein Essen rein. Was ist das für ein Assi? Mein Ex ist ein Maschinenbaukonstrukteur. Der hat Maschinen gebaut, die wiederum andere Maschinen bauen sollen. Okay. Ist das dann nicht auch dasselbe? Nee, wo uns. Wer hat der Gestörte eigentlich? Der Gestörte oder was? Ja, genau. Aha. Weil alles, was so Industrie oder Maschine oder irgendwas mit Mechatroniker oder was weiß ich sowas heißt, ja, macht. Wenn die mir das immer alles so erklären, denke ich mir so, ja, warum gibt's denn nicht einen Beruf, der ja alles dasselbe ist? Hm. Oh, hm, links. Was ist da? Da kam doch gerade ein Schuss her, oder? Ist das gar nicht ja so weit so her? Hehe. Die Hundis sind meine. Okay. Hier sind auch noch welche. Boah, ist das ein asozialer Köter. Okay. Den hatte ich nicht auf dem Schirm. Ey, du so, als rennt an mir vorbei und dann schlicht an der Hacke und beißt mir den Kopf also ab. Also von links da 330, 345, die Schüsse sind jetzt nicht weit. Ja. Meinst du, die kommen hier vorbei? Ja, das ist, vorbei, das sind Docks. Wir können ja mal hingehen. Ja, müssen eh in die Richtung. Nee. Ich bin laut wie nichts. Das sind überall diese ekelhaften Wasserteufel. Ich bin halt erstmal so eine Melee-Kraft, ne? Ich hab zwar eine Uppercut, aber Bombplant. Ach, hier ist auch einer. Ja, das sind Hentai-Needles, da können wir nicht wieder. Mann. Ey, wenn jemand Spezialmunition findet, ich brauche auch welche für die Dolch. Ja. Aha, Nobel. Ja. Ja, der feine Herr hier mit der Dolch fährt er auf. Ja. Fährt er einen Krieg, Junge. Lässt sich nicht lumpen. Oh, ich habe ja auch noch eine. Ich muss mal hinmachen, ja, meine Waffen verspielen. Ich muss jetzt auch meine Waffen verspielen. Dass es sich lohnt zu prestigen, weißt du? Was ist denn das gewesen? Ja. Kommt da Jäger oder?
Vorhin haben wir sogar in einem Spiel geschafft, 3 Runden, da habe ich einen Jäger auf Stufe 50 bekommen. Mhm. Was, durch eine Runde? Nee, durch drei. Nein, drei. Achso, das ist ja Logo. Ich habe jetzt durch die eine Runde, wo wir gemacht haben, hatte ich einen auf. Das ist ja Logo. So Logo ist das nicht. Durch eine Runde hatte ich den jetzt auf 25. Dann werdet ihr ja in 3 Runden 50 easy hinkriegen, oder? Ja, ich bin jetzt schon 31. Das wird, weiß ich nicht, war das schwerer eigentlich? Ach, du bist schon 31 Jahre alt? Nee, das kommt auch. Erst noch. Ach nee, wie alt warst du? 29? Ja. Ab jetzt immer nur noch 29. Ach was, ich finde 30 ist doch das geilste Alter, oder? Ja. Eigentlich ja. Da vorne? Alter, was sind denn hier so viele Köter? Keine Ahnung. Vor allem, ich müsste eigentlich alle schießen, aber das will man erstmal nicht. Also ich freue mich drauf, wenn ich 30 bin. Warum? Ich weiß nicht. So 30, ich finde, das ist voll das attraktive Alter. Okay. Na, guck mal, wenn du... Oh, wir sind schon welche. Sagst du? Einer ist tot. Sehr nice. Wie gesagt. Da rennt noch einer bei dem Turm. Mhm. Der war gerade im Fight mit dem. Sind das denn alles wieder Solo-Spieler oder was da los? Guck mal, der Zombie rennt. Rennt dahin. Ey. Zombie rennt irgendwo hin. Ja, der ist da vorne irgendwo. Ja, auf dem Feld. Weißes Hemd hat er an. Ja, ich sehe. Der rennt jetzt weiter weg da. Hat einen Hit, aber ey, ich komm. Das sind zwei. Ist tot. Die da. Ne, da ist noch einer. Cool. Einen hab ich aber. Ich geh da jetzt mit der Bombenplanze hin. Ich komm überhaupt nicht mit der Uppercut klar. Nee, da ist keiner mehr. Sicher? Ach, ihr könnt alle looten, ich hab Geier. Ja. Okay. Ey? Wo liegen die denn überhaupt? Ja. Hier liegt einer. Hier lag auch einer. Warte, nee, weiter hier vorne. Hier an dem Baum. Der hatte eine Martini Henry und eine Coldwell. Ja, der hat eine. Alter, 2 Einschusswaffen. Der andere. Den hast du aber gut weggemacht. Ja, aber der erste war hier easy. Der hat von dem anderen schon Hits abgekriegt. Waren das 2 Solospieler, die sich gegenseitig beschossen haben? Kam mir so vor. Danke. Ich weiß nicht, ob das Solospieler sind. Oh! Nein? Oh! Hier rechts. Wo? Da hinten irgendwo. Ah, Hilfe. Das sind aber andere, glaube ich. Die sind auch von den Schüssen angelockt worden. Matze, willst du den anderen Typ gerade noch da hinten suchen? Ja, kann man machen. Halt, bei mir. Sind die schon näher? Eine ist tot. Okay. Cool. Alter. Kommt sie hier? Das erste Mal, dass hier vorne im Feld ist einer. Hat einen Hit. Und auf meiner Seite sind auch noch welche. Einer ist gerade gestorben. Bei mir hier ist einer, der pusht. Ich werde hier von 2 Leuten. Scheiße, die hat mich umgeniedert. Ich hab's. Oh, ich hab's. Fuck. Sehr gut. Bei mir sind noch 2 Leute. Und auch so ein Noob, Alter. Ja. Scheiß die Wand an. 0,52. Komm. Einer ist hier, einer ist hier. Ja, da hinten ist aber auch noch einer. Mhm. Hat nochmal einen. Sehr schön. Sauber, hast ihn. War da noch einer bei dir? Nee, ich hab grad nichts gemacht. Aber der ist gestorben hier in der Ruine. Ja, den muss er andere erschossen. Ey, kann mich mal einen aufheben? Ich heb ihn auf. Ach, Vorsicht. Ich das dann, war da noch einer oder nicht? Ja. Ich hatte, warte. Deswegen. Scheiße. Deswegen bin ich. Spritze, oder? Deswegen bin ich jetzt erstmal zu Nicole gegangen. Nee, trifft nicht. Hat nicht geklappt. Ah. Nein. Scheiße. Lass dich nicht verrückt machen. Links, aus links. Ich hab mich schon mal.
Oh nein, das ist bei mir. Ja. Ist da rechts, rechts. Rechts von dir, rechts von ja, dir. Ja, ja, ja. Das sind zwei. Oh, du hast ihn noch. Geil. Du hast ihn zerrissen. Ja, aber trotzdem. Schade. Schade, schade. Dass die auf einmal alle dahin kamen. Ja, die kamen halt von mehreren Seiten.